Ludendorff, North Jenkins vor 9 Jahren. Ey, das war aber nicht so nett. Hands behind your back. Come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Ha, 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 ha. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Geh weg! What's he doing? Em, get these assholes in the closet. Na komm, steh auf. Du auch? In the back. Come on. Ja, hinten rein. Oh. Und damit, hey zusammen, willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute das Spiel GTA 5. Falls ihr eine GTA 5 Version, also Xbox oder PS3, gewinnen wollt, ich werde für jede 5000 Bewertungen auf diesem Video hier eine Version in ungefähr einer Woche rausgeben. Also falls ihr es haben wollt, einfach bewerten und einen Kommentar hinterlassen. So Leute, nicht wundern, ich werde wahrscheinlich von Part zu Part besser. Ich bin es wirklich nicht gewohnt, mit einem Gamepad zu spielen. Ich spiele das Ganze im Übrigen auf der PlayStation 3. Also falls ihr da irgendwie Unterschiede zu der Xbox-Version merken solltet, nicht wundern. $578.000, okay. Darf ich das behalten? Oh. I saw your face, I'll remember you. Get a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? So, und da kommen wir auch schon zum interessanten Aspekt, und zwar kann ich einfach den Charakter switchen. Ich habe jetzt schon bis, ja sagen wir mal, 10 Minuten habe ich schon gespielt, um zu gucken, ob alles funktioniert mit der Aufnahme. Deswegen nicht wundern, wenn ich das ein oder andere schon kenne. R1, um in Deckung zu gehen. Alter, will die alles wegsprengen? Hört doch mal auf damit. Und da gehen unsere Steuergelder hin. Super. Wird aufstehen. Und da kommen auch schon die Cops. Gut, ich renne direkt mal rein. Geh in Deckung und versuche so viele wie möglich mitzunehmen. Und ich muss gestehen, ich verstehe nicht ganz, warum er jetzt gerade die Maske abgenommen hat. Denn eigentlich war er ja vorher noch undercover. Der Typ, der ihn gesehen hat, der war ja... Ah ne, der war doch gar nicht, der gesehen wurde. Auf jeden Fall ist er ja tot, der andere. Den haben wir gerade eben erschossen. Oh, warte mal, ich denke, auf Konsole ist es klug, immer wieder von vorne anfangen zu ziehen, weil er dann direkt wieder den Aimbot anmacht. Ach, links lebt noch einer. Hä? Wie ist der denn da hingekommen? Der kann ja laufen. Okay, gut. Oh ja. Ich versuche mir jetzt hier mal ein bisschen vorzuschummeln. Nicht, dass wir irgendwie sterben. Ey, das ist auch doof. Ich würde am liebsten ein Auto zum Explodieren bringen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt klappt. Da lebt... Alter, da lebt da noch einer. Fuck. Ist da noch einer am Auto? Ja, da ist da noch einer. Fuck. Ja, nice. Ich glaube, der ist tot. Ach, schießt hier rein. Macht euren eigenen Wagen kaputt. Ist okay. Das ist doch, ey, Alter, ich wusste schon, also mir war klar, dass es Zielhilfen gibt. Aber das ist doch nicht mehr normal. Wie viele Autos hier kommen? WTF? Nein! Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, ne, also allgemein zu GTA 5 oder zu der Spielweise, wenn ich irgendwie was verbessern könnte, gerne in die Kommentare damit. Kommt dann nur darauf an, ob ich das auch gut umsetzen kann.
Nein, nein! Oh. Ach, das war's schon. Warum läuft der denn die ganze Zeit so geduckt? Ach, keine Ahnung. Dann krüppel mal weiter, Gollum. So, und weiter kenne ich nicht. Also weiter habe ich noch nicht gespielt. Was war das denn? Ja, genau. Töt erstmal den Fahrer. Schubst den Fahrer erstmal raus. Das ist da sehr nett. Also man merkt schon, die haben echt gar kein Gewissen, die Typen. Ah, okay. Fahr zum Hubschrauber. Okay. Genau, fahr erstmal in den Auto rein. Das wäre jetzt richtig fällig gewesen. Alter, die Map sieht ja mal richtig geil aus. Das ist richtig wie, bei einem echten Navi. Ich muss sagen, ich habe mich da natürlich auch nicht spoilern lassen. Ihr kennt mich ja. Oh. Oh, oh. Ich glaube nicht, dass der Wagen noch geht. Nein! Ist natürlich schlau, da stehen zu bleiben. Was soll ich denn jetzt machen? Meine Freunde sterben und ich... Ja, geil, weißt du... Ja, obwohl, ne, die, wenn die da liegen, werden die wohl kaum nochmal draufballern. Das ist ja ziemlich brutal. Oh, da sind ein paar viele. Ich habe das Gefühl, ich muss sogar sterben. Also, was heißt sterben, ne? Die nächste Sequenz abwarten. What the fuck? Wie ist denn das jetzt passiert? Wer hat denn dagegen geschossen? Ich werde am Wochenende wahrscheinlich mal die ein oder andere Spaßrunde hochladen. Wo ich dann einfach mal ein bisschen Amok laufe, wie man das schon von mir kennt. Ah, oh, cool, eine Geisel. Oh oh. Spring erstmal in die Arme. Oh oh. Michael was not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael was like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Fängt ja schon mal interessant an. Also ich hätte ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet, dass man so in die Story reingeworfen wird. Normalerweise wird man ja mal irgendwo abgeholt oder muss irgendwen mitnehmen oder landet irgendwo und dann fährt man erstmal 8 Stunden rum. Das war ja schon recht abwechslungsreich im Vergleich zu den letzten Teilen. Your son, James. He's a good kid.
He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Na klar, er kriegt ja das Geld. Sieht auf jeden Fall schon mal nett aus. Also stellenweise, klar, es ist jetzt nicht der übelste Hit, aber wenn dann nachher die Next-Gen-Konsolen rauskommen, dann wird das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Welt sein. Und wer weiß, vielleicht dauert der Let's Play sogar so lange, dass ich dann zwischendrin wirklich zu der anderen Konsole switchen werde. Also dann zu der PS4 wahrscheinlich. Zombie-Invasion, WTF? Oder einfach nur ein Penner? I know just how you feel. Hätte auch ein Zombie sein können. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Yeah, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. That house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, but you don't realize that we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh, yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns, and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in me. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. War die Tür jetzt offen oder ist er so schnell eingebrochen? Nee, das ist eine offene Tür wahrscheinlich, okay. Wegen dem Wagen oder was? Ja, genau, alles ist einfach offen. Like that? Bobby Big Dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Damn, this motherfucker got Robo Roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Law. Oh, it's like that? For sure, homie. Ah, guck mal, habt ihr gelesen? Wenn ich nach rechts drücke, kann ich das einfach wieder ausfahren lassen. Aber, da ich das gerade irgendwie schöner finde, wenn es zu ist, lassen wir es einfach mal zu. Oh, fährt sich aber nett. Und natürlich werde ich auch zwischendrin mal das Gelabere überlabern, denn es
ist halt GTA. Wisst ihr, bei GTA wird so viel geredet, vor allem auch bei der Fahrt, dass ich sonst gar nicht zum Reden kommen würde. Wenn ich das nicht tun würde. Was macht der denn mit dem Wagen? Euer Fahrgefühl gefällt mir aber auf jeden Fall. Boah. Nehmt ihr aber ganz schöne... Geschwindigkeiten an. Alter. Weißt du, ich mecker ihn an, wenn er da mal so ein bisschen krass fährt und ich fahre hier überall rein, weißt du? Hui! Sorry, musst du sein. Oh, krass. Warte mal. Bremsen. Doch, ist richtig. Okay, wollte ich nur wissen. Haben wir so ein bisschen rumgetestet. Und ich werde da mit den Parts wahrscheinlich so machen, dass ich jeden Tag auf jeden Fall ein Part hochlade, wenn nicht sogar noch zwei. Da muss ich echt mal gucken, wie da mit dem Internet geht. Alter, what the fuck? Und eventuell wird sogar eine separate Reihe gestartet, wo ich dann einfach regelmäßig Scheiße mache und nochmal nebenbei so ein paar kleine Nebenmissionen starte. Aber ich werde dann wahrscheinlich auch alle... Was mache ich denn? Alle Playlists in eine Beschreibung packen, deswegen guck da einfach mal rein. Da steht wirklich alles. Also von wem das ist, das Spiel. Auch wenn das wahrscheinlich offensichtlich ist. Wo man das kaufen kann. Und all der Rest. Das Schöne ist, der Wagen ist wahrscheinlich gleich gar nichts mehr wert, so wie ich den hier verkrüppelt fahre. Nein! Ja, ja, nein! Oh. Passt doch mal auf, ihr Geisterfahrer, ey! Was fahren die denn alle auf der falschen Spur? Ich bin das nicht. Ich fahr richtig. Ich habe aber das Gefühl, die Wagen halten mehr aus als in GTA 4. Also ich glaube, ein GTA 4 Wagen wäre schon längst kaputt. Langsamer, langsamer. Nein, nein, nein. Oh! Und vor allem, wie viel Geld die dafür kriegen müssen, wenn du sowas vertickst. Ah, fahr doch. Okay. Ja, sein Wagen ist ganz. Meiner sieht ein bisschen ramponiert aus. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit. Ja, alleine fahren. Darf ich alleine fahren? Wo lang denn? Achso, ich soll wahrscheinlich den Fahndungslevel erstmal loswerden. Okay. Ich fahre dann einfach mal eine Runde. Mal, Alter, ja, nicht eine Runde auf dem Parkplatz. Ich will hier raus. Ja, das, so kann man Kurven auch nehmen. Gut, jetzt werden natürlich die Basics ein bisschen erklärt. Ich glaube, ich sollte echt mit dem, mit L arbeiten. Um besser in die Kurven reinzukommen. Boah, der Wagen ist echt super schnell. Wow! Nein, 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 nein! Oh! Nein, 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 nein! Scheiße! Ja, ich... Alter, was ist los mit euch? Was? Ah! Ah! Alter, wie geil! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist seine Fähigkeit. Okay, haben die anderen eine andere Fähigkeit. Aber damit werden wir Spaß haben. Damit werden wir Spaß haben. Da kannst du ja richtig gezielt lenken. Und jetzt frage ich mich gerade, wie oft kann ich das aktivieren? Ah, okay, es muss sich anscheinend aufladen. Nein, 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 nein.
Was ist die Frage? Wie werde ich im Thanos-Level los? Ah, es blinkt. Ich bin nicht da. Es ist alles okay, es blinkt. Es blinkt schon. Ich bin nicht auffällig. Jetzt mach! Die Bullen kommen von beiden Seiten. Scheiße. Ich muss hier raus. Hilfe. Scheiße. Jetzt sind sie wieder da, oder was? Nein. Oh, Kacke. Das war jetzt nicht so toll. Bester erster Part ever. Nein, Hilfe. LIPD, LIPD. Oh, das wollte ich nicht. Tut mir leid, Frau. Gut, aktuell sehe ich niemanden. Das ist schon mal sehr gut. Das war ich nicht. Das war ein Unfall. Komm. Geh weg. Geht weg, Sterne. Ich beobachte einfach die Map. Sobald ich da irgendwo einen Punkt sehe, muss ich verschwinden. Ja. Sehr gut. Ach, guck mal, ich bin sogar in der Nähe. Nice. Das war jetzt aber echt ein Glücksfall. Ah, ein bisschen langsamer schon mal. Ah, da sind wir auch schon. Kann ich hier irgendwie... Ah, da muss ich rein. Okay. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Yeah, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real mean, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Ich probier mal was. Sure, okay. Nein, du bleibst hier. Ich will... Ach, scheiße, Mann. Steig in dein Auto. Ich dachte schon, ich könnte jetzt so kackendreist sein, einfach den Typen rauswerfen. Oh, jeder spielbare Charakter hat sein eigenes einzigartiges Fahrzeug. Cool. Ich schätze mal, dass das dann auch immer hier frisch steht, wenn ich es verliere. Und? Ah, nee, okay. Ich dachte schon, dass die jetzt vielleicht in Zeitlupe reden würden. Da habe ich mich wohl geirrt. Sexy. Ah. Shit. She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my way. Man, shit, it's good to be home. Ah, guck mal. Cool, ich habe meine eigene Garage. Ah, und so kann man die Fahrzeuge dann speichern. Gut. Ist ja klar. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh. Shoo! Alter, was guckt die da? Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader.
darf mich wieder bewegen? Bestanden. Achtung, auf dem Speicherplatz für das automatische Speichern befindet sich der Spielstand. Okay, gerne überschreiben. Ach, guck mal, konzentrierter Fahrer. Nicht ein Kratzer. Abgeschlossen, Silber. Jetzt ist die Frage, ist es gut, wenn ich meine Fähigkeit nutze? Ja oder nein? Wir kommen in Frieden, ja. Dann gibt es anscheinend immer irgendwelche bestimmten Sachen, die man auslösen muss, um eben mehr Punkte zu bekommen. Was willst du? Was willst du? Halt mal die Fresse, was los? Gut, ich ziehe mich erstmal um. Ah, guck mal. Outfits, Freizeitjacken, Jacken, keine Gegenstände, oh, hätte ich mir auch denken können. T-Shirts, ah. Keine Brille, ja, okay, ich habe anscheinend noch gar nichts. Oh, warte mal da. Oh yeah. Dann nehmen wir die. Und vielleicht noch einen schönen Hut. Yeah, was los? Cool. Ja, hätten wir das schon mal erledigt. Dann probiere ich mal das Haus wieder zu verlassen, okay. Was ist das ungewohnt, keine Ladezeit zu haben. Boah, warte mal, nee, das war ja auch schon im letzten Teil, ne? Ja, ich habe zu viel San Andreas gespielt. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, okay. I'll be around when I get a chance. Gut, dann steigen wir mal ein. Wir haben ja einen eigenen Wagen, Alter. Wir haben ja einen eigenen Wagen. Vor allem, der Typ müsste eigentlich richtig reich sein, oder nicht? Alleine schon durch die beiden geklauten Autos. So. Fahren wir ja mal rum. War jetzt nicht unbedingt der beste Weg. Na, guck mal, vereinzelt werden sogar schon die Läden angezeigt. Oh. Ja, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich die erste Waffe. Ich sehe da auch schon einen Waffenladen. Da gehen wir jetzt aber auf jeden Fall schon mal nicht rein. Denn das wird wahrscheinlich jetzt sowieso der Fall sein, dass wir dahin müssen. Einfach hier rein. Ja. Also es ist jetzt alles automatisiert passiert. Ich habe nichts gedrückt, laufe gerade auch gar nicht. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, ah. We've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Anyway, congratulations. Wow, das habe ich angestrebt. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. Wie er guckt, you Alter. Me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Also mein Charakter kommt mir ein bisschen pissig vor. Der scheint nicht gerade zufrieden mit seinem Leben zu sein, wie man gerade gehört hat.
fucking shit is enough to get us shot right there. I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. Aber interessant, also ich, man scheint ja dann noch wirklich zu erfahren, wie die sich finden, diese drei Hauptcharaktere. So. Gut, ich will jetzt ja auch nicht unbedingt überall andocken. Und auf Bun habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock gerade. Das hat mir vorhin viel zu lange gedauert, bis ich die losgeworden bin. Oh shit. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. Also bei der Geschwindigkeit haben sie echt nicht gegeizt, muss man sagen. Das scheint echt bei jedem Wagen so zu sein. The bike should be in one of the lockups down here. Achso. Should be the story of your life, asshole. Gut, dann verprügeln wir den mal. Oh. Repeat after me. Krass, Mann! Na? Oh. Ist das nicht derselbe Penner? Das ist ein Zombie, Mann. Das ist Patient X. Hä, wohin denn jetzt? Kannst du mal vorlaufen und mir sagen, wo ich hin soll? Oh ja. Wir sind schon zwei coole Leute. Was? Hä? Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Du willst dich doch verarschen. Boah, what the fuck? Mit was für Leuten laufe ich rum? Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Oh, das sieht schon wieder so aus, als wenn ich hier gleich übelst in Deckung gehen müsste. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know, a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Durchsuche die Garagen. Okay. Komme ich da einfach rein? Ist das einfach... Ach so. Oder man reißt da einfach auf. Das geht natürlich auch. Oh oh. Hinter euch. Oh oh. Oh oh. Da liegt eine Waffe, nice. Hab ich sie aufgehoben? Wie hebe ich sie denn auf? Achso, L1. Ja, nimm sie doch. Achso, ich hab sie schon. Ah, guck mal, warte mal. Achso, mit Rechtsklick. Okay. Sehr gut, erstmal einen Menschen getötet. So muss das sein. Ich sollte unbedingt in Deckung gehen. Unbedingt. Wie viele sind denn hier? Oh, nice. Da ist noch einer. Nein, nachladen. Da ist noch... Wie viele sind denn hier? Weißt du, da ist so ein Bandenkrieg. Komm, zieh doch... Wohin zielt er denn? Sehr merkwürdig. Ach so, ich sollte das aktivieren. Okay. Ja, ich lebe noch. Ist alles okay. Mir geht's gut. Renn doch schneller. Nee, ich glaube... Ah, guck mal, meine HP steigert sich nach einer Zeit auch wieder. Und wie man sieht, habe ich es gerade auch tierisch nötig. Also ich bin eigentlich schon gerade kurz vorm Umkippen.
So. You crazy motherfucker. Why we have to pop all them people? You was there too. Correct me if I'm wrong, but you should. Hey, red doch weiter. Yeah, but you started this shit, stupid. Nein, pack das Telefon weg. Oh, oh, pack das Telefon weg. Motherfucker's getting away from us. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, Professor, you're right. Ah, ich fahr mal einen weiter. Das ist jetzt, obwohl, ne, warte, ich kann doch hier rein. Ups. Sorry. Egal, dafür gibt's Steuergelder. Oh, fuck. What y'all? Mr. 80's action movie body count, motherfucker. Don't play the blame game, just get on this shit. Kann ich mit dem Handy auch auf YouPorn gehen? Geht das? Nein, ja, ja. Anstatt er ausweicht. Tut mir schrecklich leid. Ich fahre erstmal ein paar zum Krüppel, aber naja. Wie noch öfter vorkommt. Boah. Sorry. Ich meine, ich bin immerhin noch so nett und entschuldige mich, ne? Die sind zwar für ihr Leben gestraft und geplagt. Haben wahrscheinlich keine Beine mehr oder sind tot, aber das ist ja nicht meine Schuld. So. Das tut mir jetzt schrecklich leid. Und ich glaube, er ist tot, oder? Ja. Hab ich mir schon fast gedacht. Hä? Pack doch mal das Handy weg. So. Ah, okay. Einmal drehen. Oh ja. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist auch wieder ein ganz anderes Fahrgefühl, finde ich. Man lenkt irgendwie abrupter. Aber ist ja klar. Ist halt alles handlicher. Zeitlupe. Nein. Ey, da kann man so geile Sachen mitmachen. Sieht richtig lustig. Besonders wenn man dann irgendwelche Leute anfährt oder so, dann kann man nochmal schön voll Zeitlupe aktivieren. Klingt ein bisschen krank, aber macht halt mehr Spaß. Ich gehe hier lang. Ich glaube, das ist besser. Wow! Oh ja, das lenkt sich richtig gut. Oh Gott. Ich hab voll Angst, weil wenn ich hier gleich irgendwo reinfahre, muss ich wahrscheinlich nochmal alles von vorne machen. Und Zeitlupe! Komm da durch! Wir schaffen das! Schaffen das! Nein! Okay, wieder deaktivieren. Vielleicht für Kurven auch ganz nett, ne? Nein, nein, nein! Ah! Aua! Da habe ich mich ein bisschen überschätzt, vielleicht. Na egal, ich lebe noch, alles okay. Alles noch dran. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass der Motorrad noch so viel Geld bringt, jetzt wo ich es so ein bisschen geschrottet habe. Aber ist im Spiel vermutlich egal. Ja. Yeah. Geile Musik. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Oh, bestanden? Komm schon, ja, bestanden. Rückführung. Kontrollpunkt, neue Wege, Kopfschüsse, 2 von 6, Treffgenauigkeit. Ja, ich meine, solange ich alles mit Silber abschließe, ist ja okay, finde ich. Dann geht's klar. So, weiter. Und dann, du kannst überall in San Andreas Fremde und Freaks treffen. Du findest sie bei Fragezeichen. Ah, cool, gehen wir da direkt mal hin. Ich meine, wenn schon in der Nähe angezeigt wird, dann können wir es direkt auch in Anspruch nehmen. Man, I'm just out here, man. So,
Oh, ja. Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Shit. Showing everything. Yeah, good. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Oh, den Wagen will ich, den Wagen will ich, den Wagen will ich. Nein, 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 bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich dachte schon, er will mich hier umfahren. Was denn los? Genau so macht man das. Ich warte immer auf die Leute, die einen dann nochmal rausziehen wollen, weil sie den Wagen wieder haben wollen. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Kann ich da, wie kann ich denn da rein? Hey, wir wollten da die Tür. Here's JB's truck. Ah. Let's go bring the cha-ching, homie. Also, wenn das so einfach wäre, Autos zu klauen, ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag nur noch Waren klauen. So, jetzt hier rein, oder was? Dann steig mal ein, Tonja. Oh ja. Tür, öffne dich! Oh oh. Yo, we on that like ugly on your mama. That's 10-9, come again. I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss. Yo, gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. Gar nicht knapp. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Naja, von Tanya halte ich jetzt nicht so viel. Okay, das scheint voll die Crack-Hure zu sein. Back up close. Make sure the hook is down. And ach so, okay. Right. Mach ich. L runterdrücken, um den Kran zu... Okay. Ah, okay, jetzt ist er drunter. Und nach oben. Nee. Warte mal. Ich mach's einfach mal nochmal ganz runter, fahr ein bisschen näher ran. Und dann nach oben. Ah! Hey! This was not how I saw my day going. Ah ja. Das Ganze seitlich zu machen war auch nicht unbedingt die klügste Idee von mir. Ich meine, wäre zwar gegangen, aber überleg mal, wie ich das hätte schleifen müssen. Boah, Alter, das Gewicht. Also, das merkst du schon deutlich. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit changed. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Because I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Nein. Ah. Achso. Warte, nee, ich kann auch von hier rein. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Nee, das ist nur der Ausgang. Fuck. Watch it, Franklin. Gonna be none of that car left. Ja, warte. Jesus. Oh, lass mich doch einfach fahren, Mann. Du dumme Hure. Damn, they got messed up.
Das tut mir leid. Ja, guck mal, so geht's. Sehr schön. Einfach hier rein und nach unten. Nein, falsche Taste. Komm. Ja, aber wie? Achso. Um das Fahrzeug abzusetzen. Ah ja. Ich melde mich, ja. Ich ruf dich an. Neuer Kontakt, Tonja. Ja, Silber. Wahrscheinlich, weil ich so lange gebraucht habe. Aber Abkoppelbonus. Hä? Das war doch die Mission. Oder weil ich das so toll gemacht habe. Ich habe eigentlich tierisch lange gebraucht. Aber wenn sie meint, dann egal. Wie gesagt, solange wir Silber bekommen, ist alles okay. Finde ich gut. Oh, was ist denn hier geschehen? Alter. Das sah gerade sehr komisch aus. Guckt euch mal ihren Kopf an. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Aber schön zu sehen, wie schnell der kommt. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir eine Hure finden. Oh. Schon wieder eine Nebenmission. Ja, da muss ich dann echt mal gucken. Vielleicht werde ich dann echt hingehen und eine separate Serie starten. Wo wir dann einfach mal, ja, ein paar Nebenmissionen machen. So. Ich gehe nochmal ganz kurz zum Waffenladen. Auch wenn wir da wahrscheinlich früher oder später hingeschickt werden. Ich will es jetzt aber trotzdem wissen. So. Gehen wir da mal kurz rein. Hallo? Ach du Kacke. Ah, guck mal. Da steht dann der Schar noch dran. Tränengas, Granate. Haftbombe, yeah! $150. Nee, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Jetzt schon Sachen zu kaufen. Ich bin auch nicht gerade der Reichste. Deswegen, das ist jetzt, denke ich, ziemlich doof. Aber ich würde sagen, das war's mit dem ersten Part. Wenn ihr mehr sehen wollt, besucht die Playlist. Also guckt in die Videobeschreibung, da steht das ja alles. Oder einfach den Kanal. Wenn etwa ihr den Part bewerten könntet, wir sehen uns dann vielleicht sogar gleich schon mit dem nächsten. Bis dann. Tschüss.